Felix Mitterer, die Piefke-Saga, Heimon Verlag. Die vier Folgen der Fernsehserie als Drehbuch, geschrieben von Felix Mitterer, einem Tiroler, der seine Heimat liebt und um ihre Identität bangt. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Massentourismus am Beispiel von Piefkes. Mitterer hätte aber genauso gut eine Wiener Familie in Kaorle zeigen können. Gäste und Länder sind austauschbar. Die Probleme sind immer die gleichen. Es geht um die Beziehungen zwischen Gästen und Gastgebern und um die irreparablen Schäden, die die rücksichtslose Kommerzialisierung in der Natur hinterlässt. Trotz alledem nennt der Autor seine Geschichte eine Komödie. Und die ist es auch. Felix Mitterer, die Piefke-Saga, Heimon Verlag. Und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht und einen angenehmen Wochenbeginn. Die große französische Revolution wollte im Louvre eine Art Weltmuseum errichten. Hier sollten die Hauptzeugnisse der Kunst versammelt werden. Napoleon vollstreckte diese Absicht. Aus den von ihm angeführten Kriegszügen bringt er als Beute Kunst für alle mit. Die Fürsten des 17. und 18. Jahrhunderts hatten im verkaufsfreudigen Italien von Klöstern, Klein- und Großfürsten für ihre Sammlungen durch Kauf Kunstwerke erworben. Die Methode Napoleons, sein Vorhaben, Kunst für alle zu verwirklichen, war Raub. Für kurze Zeit bis zu seinem Sturz war der inzwischen architektonisch ausgestaltete Louvre die bedeutendste Versammlung von Kunstwerken. Nach 1815 musste ein großer Teil der Kunstbeute an die Eigentümer zurückgegeben werden. Der französische Maler Hubert Robert malte diese Vision einer modernisierten großen Louvre-Galerie im Jahr 1796. Er beschäftigte sich als Beauftragter der Gemäldesammlung mit der Umwandlung des Louvre, der, seit der König in Versailles residierte, mehr oder weniger ungenutzt geblieben war, in ein allgemein zugängliches Museum. Wieder und wieder malte er, wie ein solches Museum auszusehen hätte. Diese Idealansicht der Louvre-Galerie stammt aus den Jahren 1798 bis 99. Der Ende des 16. Jahrhunderts gebaute Verbindungsgang zwischen Louvre und Tuilerien ist auf diesem Bild eine lichte Oberlichthalle in Glaseisenkonstruktion. Bilder hängen in der Galerie nach.